Das ist geil. Richtig geil. Alter Falter. Der Typ gestern von meinte noch, oh, bei dem Dreh wäre ich aber gern dabei. Hat er recht. Das ist das beste Gerät. Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTo TV. Mein Name ist Sebastian und wenn du dich schon immer mal gefragt hast, welche Gehölzsäge ist die richtige für mich, ist das hier dein Video. Denn wir haben hier 9 Gehölzsägen auf dem Tisch von 12 bis 18 Volt und ziemlich alle, die wir auf dem Markt gefunden haben. Vielleicht gibt es irgendwo noch eine, dann schreib es gerne mal unten in die Kommentare. Das werden wir uns heute anschauen, vor allem welche ist, kann was, wie, was, wo, welche hat eine höhere Geschwindigkeit und so weiter und so fort. Und testen werden wir das Ganze auch noch. Für euch möchte ich hinweisen, und zwar wie immer, es gibt den 250 Euro Einkaufsgutschein, den ihr gewinnen könnt. Alles, was ihr dazu machen müsst, einfach mal unten in die Kommentare schreiben, welche Säge ist eure Liebste oder habt ihr schon Erfahrung? Wir haben heute also 9 Kettensägen auf dem Tisch, wobei eigentlich sollten wir ja sagen Gehölzsägen. Aber was ist der Unterschied zwischen Kettensägen und Gehölzsägen? Aus meiner Definition sind einfach kleine Kettensägen, die du vor allem in der Regel eher einhändig führst. Aber bitte pass auf, wo du deine zweite Hand hast. Das nur dazu, weil Sicherheit und Kettensägen, Riesenthema, soll heute aber nicht unser Thema sein. Erstmal ist die Frage, welche Sägen haben wir denn hier eigentlich? Wir haben wirklich ein ultra breites Sortiment. Wir haben hier Batavia, wir haben Einherr, wir haben Stihl, wir haben Metavo, wir haben Makita, wir haben Dewalt, wir haben Milwaukee und Milwaukee. Und das Ganze ist ja auch schon wunderbar mal nach Preis sortiert. Und deswegen fangen wir auch mit dem Preis mal an. Und weil das so viel ist, muss ich für dich vorlesen. Ich habe hier meinen schönen Spickzettel und wir fangen mal einfach oben an oder unten an. Die günstigste ist wirklich die Batavia. Da habe ich noch was dazu zu sagen, weil das ist nicht das neueste Modell, kommen wir gleich dazu. Aber bei Batavia seid ihr irgendwo zwischen 75 und 85 Euro mit dabei. Dann haben wir hier Einhell mit rund 100 Euro. Denkt dran, immer Preise ohne Akku. Dann gehen wir weiter zu Stihl. Ja, wirklich, Stihl ist im unteren Preissegment mit einem Preis von 110 Euro. Bei Metavo, bei der, auch vom Schwert her größer und allgemein größer und 18 Volt, das erste 18 Volt, nee, nicht das erste 18 Volt Gerät, aber vom Schwert her schon relativ groß im Vergleich zu den anderen, sind wir bei einem Preis von 130 Euro. Bei Makita 12 Volt sind wir bei 160 Euro, bei Makita 18 Volt bei 180 Euro und jetzt wird schon ein bisschen preisintensiver. Bei Dewalt sind wir bei knapp 200 Euro, 190 Euro, ist aber auch schon ein bisschen mehr Säge hier dran. Dann kommen wir zu 12 Volt Milwaukee mit schon auch 192 Euro. Und jetzt der ultimative Preiskiller, 270 Euro, die große von Milwaukee. Wir haben jetzt so viele Geräte hier und ich werde euch eine Sache nicht erzählen, nämlich von jede einzelne Fitzelchen an den technischen Daten, sondern wir blenden hier mal ganz kurz eine große Seite ein, weil es sind echt viele Geräte. Für euch aber noch viel besser. Geht bitte auf gotools.de. Da findet ihr den Werkzeugvergleich. Da könnt ihr euch nochmal alles im Detail anschauen. Ganz in Ruhe. Da seht ihr auch die aktuellen Preise. Übrigens alle Preise findet ihr auch unten in der Videobeschreibung im ehrlichen Preisvergleich. Das habe ich vorhin vergessen. Sei nochmal erwähnt. Und ihr könnt auf dem Werkzeugvergleich auch abstimmen. Nämlich ihr alle zusammen, ja, könnt abstimmen, was eure Lieblingssäge. Und es wird euch sogar angezeigt, was die meisten von euch als Lieblingssäge dann präferieren. Finde ich cool. Also schaut da ruhig mal vorbei. Die zwei großen technischen Daten aus meiner Sicht, beziehungsweise eher drei, die diese Sägen unterscheiden, ist Nummer 1 die Kettengeschwindigkeit. Wir haben hier eine Kettengeschwindigkeit zwischen 4,7 und 8 Meter. Das sind auch zwei verschiedene Philosophien. Eine langsame Kettengeschwindigkeit hat in der Regel mehr Kraft. Eine schnellere Kettengeschwindigkeit hat bei diesen Geräten in der Regel ein schnelleres Schnittergebnis, aber weniger Kraft. Ja, wir werden das nachher mal testen. Das schauen wir uns an. Zweites Thema ist das Thema Gewicht. Ja, wir haben hier Gewichte zwischen 1,2 und 2,2 Kilo. Das kann natürlich sehr entscheidend sein. Die Milwaukee hier mit 2,2 Kilo ist natürlich eine andere Hausnummer. Ohne Akku, wohlgemerkt, ganz wichtig. Und das dritte technische Detail ist natürlich die Schwertlänge. Ja, wir haben hier wirklich relativ kleine Schwerter, wie das hier von Einhell, ja, relativ kurz. Und wir haben hier teilweise wirklich sehr, sehr große Schwerter, wie auch hier Milwaukee oder Dewalt. Wenn ihr wirklich im Detail, also genau auf einem halben Zentimeter wissen wollt, wie lang die einzelnen Schwerter sind, schaut einfach nochmal, spult vielleicht zurück, da seht ihr es auch, oder in den Werkzeugvergleich. Daten, 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 wir wollen uns auch die Geräte anschauen, das machen wir genau jetzt. Ein Hinweis für euch, drei der Geräte kann man mit einer Verlängerung versehen, das schauen wir uns am Ende nochmal. Also nicht wundern, wenn ich jetzt über die Geräte spreche, dass ich da nicht nochmal direkt eingehe, das ist fürs Fazit nachher nochmal wichtig. Fangen wir vorne an bei der Batavia. Bei der Batavia ist es so, dass wir hier ein kleines Problem haben, denn wir haben die V2 hier vor Ort. Bei der Batavia ist es so, dass ich dazu auch schon mal ein Video gemacht habe, das verlinke ich euch auch hier oben
genau zu dieser Version. Es gibt inzwischen eine Version 3 bzw. 3 Ultra dazu. Bei der Version 3 habt ihr einen riesengroßen Vorteil, denn ihr könnt bei der Version 3 Folgendes machen. Ihr könnt das Schwert hier kippen. Das ist für eure Anwendung natürlich sehr interessant. Je nachdem, wo ihr arbeitet, ob ihr nach unten arbeitet oder nach oben arbeitet, könnt ihr das Schwert kippen. Ein anderes Thema ist das Thema Kettenschmierung. Wir haben hier eine manuelle Kettenschmierung. Das heißt, wir haben hier kein Ölreservoir in der Säge, sondern wir müssen das mit ein bisschen Öl hier drauf träufeln und können dann entsprechend arbeiten. Version 3 hat hier ein Ölreservoir, was du von Hand hier oben, wo du drauf drückst und das Ganze geschmiert wird. Und die Version 3 Ultra hat nochmal als großen Vorteil das Thema Motor. Dort haben wir einen brushless Motor. Beim selben Akku, alles dasselbe, wird die auf jeden Fall stärker sein. Bin ich mir ziemlich sicher, oder zumindest effizienter. Das heißt, wenn ihr euch für Batavia interessiert, schaut auf jeden Fall zur V3 als Ultra-Variante. Ja? Ansonsten gibt es bei der Säge eigentlich nicht so viel zu sagen, außer ich finde diesen Schutz hier vorne, ja, also diesen Schutz hier finde ich ziemlich cool, weil seine Hand ist recht cool geschützt. Nochmal ganz wichtig, bei der Version 3 haben wir ja auch einen anderen Schutz hier oben, dann etwa denselben Schutz wie die anderen Sägen hier haben. Ja, hier oben drauf hat die entsprechend dann auch. Ja, und ich würde sagen, viel mehr gibt es ja gar nicht zu sagen. Lass uns sägen. Also vom Sägen her muss ich sagen, hat wunderbar funktioniert. Beim ersten Mal habe ich sehr stark gedrückt, weil ich wollte wissen, ob ich sie ausdrücken kann. Ja, das geht, muss aber nicht sein. Wenn du ein, zwei Mal geübt hast, dann kriegst du das auch hin, ohne dass sie ausgeht. Kannst ganz entspannt langziehen. Hat einen normalen Durchzug, würde ich sagen. Ein wichtiger Hinweis, die Version 3 Ultra hat ein längeres Blatt. Ja, das ist auch nochmal ganz wichtig. Und jetzt, wenn wir uns nochmal den Preis anschauen, ist es so, dass hier die alte Version kostet 75, die 3 Ultra kostet 85. Da wüsste ich doch, wofür ich mich entscheide. Stopp! Moment! Wir haben lange gewartet und endlich ist sie da, die Batavia V3 Ultra. Deswegen sind wir jetzt in unserer kleinen Zeitblase. Das Video ist längst abgedreht, aber sie kam und die möchte ich euch nicht vorenthalten. Das ist die V2, das ist die V3 Ultra und die hat 4 Neuerungen. Die schauen wir uns kurz an. Fangen wir hier an. Wir haben hier einen Ölbehälter integriert, hier auch mit Füllstandsanzeige. Und hier oben können wir das Öl von Hand nachpumpen. Beim Vorgänger hatten wir eine Schwertlänge von knapp 12 cm, so ein bisschen drunter. Bei der V3 ist das Schwert zwar gleich lang, aber bei der V3 Ultra haben wir hier satte 14,5 cm. Ganz neu seit der V3, also auch hier bei der V3 Ultra, wir können das Schwert schwenken. Das heißt einmal in dieser Position und einmal in die obere Position, je nachdem, was du eher brauchst. Das Ganze stellst du hier hinten ein. Wir haben hier diesen Regler. Wir stellen es nach unten, ja, machen es fest, dann hält es hier auch fest. Oder wir drücken wieder drauf, nach oben, so. Und fest, auch dann ist es hier wieder fest. Und ein großer Vorteil bei der V3 Ultra ist, wir haben hier einen brushless Motor. Das heißt, es sollte effizienter sein und vor allem auch stärker. Wir schauen uns das mal an. Als Fazit, durchzugsstark. Ich habe es nicht geschafft, sie auszudrücken. Ich habe gedrückt wie ein Ochse, hat nicht funktioniert. Das heißt, sie ist wirklich bedeutend stärker. Sie ist nicht die schnellste vom Gesamtfeld, werdet ihr gleich nochmal sehen, aber sehr solide, Riesenfortschritt. Kommen wir zur Einheit 18 Volt. Übrigens, die Batavia war auch 18 Volt. Und eine Sache, die hier auffällt, ist was sehr Merkwürdiges, und zwar Kettenschmierung. Wir haben hier kein Ölreservoir für das Thema Kettenschmierung, sondern wir müssen extern das hier drauf träufeln und dann entsprechend schmieren. Nun ist es so, bei Einhell bekommst du genau das. Und wenn du dich fragst, Mann, was ist denn das für ein Öl? Nee, da ist nichts drin. Da ist kein Öl drin. Du bekommst aber zumindest einen Behälter für Öl. Irgendwie merkwürdig, oder? Die paar Tropfen Öl, die ruhig mal hier reinnehmen können. Naja, egal. Das ist dabei. Ansonsten ist es so, es gibt keinen automatischen Kettenspanner. Es gibt nichts Besonderes an der Säge, wo man jetzt noch sagen kann, hier, da muss man drauf achten. Ja, weiß ich nicht. Also wenn ihr übrigens, wenn ihr Fragen habt zu den Sägen, ja, schreibt hier unten in die Kommentare. Ich werde mal gucken, wie gut die durchzieht.
Also, die hat richtig durchgezogen. Am ersten Mal habe ich versucht, sie irgendwie auszudrücken, ob das funktioniert. Nee, hat auch relativ schnell durchgezogen. Auch bei der Kettengeschwindigkeit ist ja so, 4,7 Meter. Und beim zweiten Mal habe ich es überhaupt erst geschafft. Und da habe ich schon gedrückt wie ein Ochse. Also, erstaunlich gut. Kommen wir zu Stiel. Und die Säge haben wir schon mal getestet. Bei der Stiel war es so, beim letzten Test, dass wir auch einen Langzeittest gemacht haben und gesagt haben, wir sägen sie mal leer. Das Video verlinke ich euch mal hier oben, denn wir hatten hier das Problem, dass sie relativ heiß geworden ist und deswegen auch nicht viel Schnitte geschafft haben. Hier am Stiel wurde es relativ, am Stiel, irgendwie ein Wortwitz, oder? Wurde es relativ heiß. Was ich cool finde an der Säge ist, dass ihr hier oben eine Akkuanzeige habt. Irgendwie finde ich das ganz witzig, dass es nicht hier unten ist. Aber auch bei der Säge ist es so, ihr habt hier keine Ketten. Schmierung, kein Ölreservoir in der Säge, sondern ihr bekommt, Moment, hier irgendwo war es, es war hier irgendwann mal, ihr bekommt ein kleines Ölfässchen mit dazu, mit dem Lieferumfang, um es mal zu benetzen. Ja? Ansonsten gibt es bei der Säge wenig zu sagen, außer dass sie sich wirklich, wirklich gut anfühlt. Also ihr habt hier überall die Gummierung und das Ganze fühlt sich sehr hochwertig an, aber ein bisschen wie ein Spielzeug. Weiß ich, bin so ein bisschen ambivalent bei der Säge, aber lass uns das Ganze mal erstmal testen. Also die ist wirklich voll. Was ist denn los? Die Säge ist vom Handling zwar eigentlich ganz cool, aber sie ist wirklich schwach. Man kann nicht sagen, sie ist weniger stark, sie ist wirklich schwach. Zur einen hält überhaupt kein Verhältnis. Die Einheit würde richtig cool durchziehen. Auch die Batavia zieht nochmal ganz anders durch. Ich weiß gar nicht, wäre sehr gespannt nochmal, wie die Batavia im LSV3 funktioniert. Schreibt mal gerne unten in die Kommentare, ob ich die Batavia nochmal nachtesten soll. Die hier auf jeden Fall finde ich echt für das, was wir hier kriegen, zu schwach. Kommen wir zu Metabo und hier sehen wir den Unterschied auch in der Schwertlänge. Es ist bedeutend länger und ich glaube mit 18 Volt auch bedeutend stärker, aber das werden wir gleich mal sehen. Auch bei dem Metabo haben wir kein Ölreservoir und auch keine automatische Kettenschmierung. Das heißt auch hier, aber Metabo gibt hier ein ordentlich großes Fläschchen Öl mit dabei, um es hier entsprechend von Hand zu schmieren. Und apropos von Hand, hier das mal ab und zu mal nachzuschmieren und das Kettenöl drauf zu machen. Schreibt ihr bitte mal in die Kommentare unten, wann würdet ihr auf das Öl verzichten? Denn auf den Webseiten findet ihr ab und zu, dass es angeblich auch Anwendung geben soll, wo man lieber ein Blatt hat, wo kein Fett und kein Öl drauf ist. Ich wüsste jetzt keins, aber vielleicht gibt es das ja wirklich. Meine persönliche Meinung ist, ich würde eher immer zu einer Säge tendieren mit einem Reservoir, aber das würde ich auch von euch bitte mal unten in die Kommentare. Wenn ich mir die Säge an sich so angucke, ist es so, dass sie super in der Hand liegt, auch hier unten einen schönen Schutz hat, aber schon recht groß ist. Ich bin gespannt, wie viel Kraft sie hat, denn von der Geschwindigkeit ist sie ja genauso wie die anderen Sägen. Wirklich krass. Ich habe 3 Schnitte gemacht, weil ich versucht habe, beim ersten Mal war ich noch human unterwegs. Oh, okay, mal gut, wie funktioniert das Ganze? Sehr cool. Beim zweiten Mal habe ich versucht, sie auszudrücken, hat nicht geklappt. Und beim dritten Mal habe ich gedrückt wie ein Ochse. Und ich habe die Säge nicht ausbekommen. Daran seht ihr nämlich auch den Unterschied. Diese langsame Geschwindigkeit der Kette mit nur 5 Meter in der Sekunde, da ist es so, dass du einfach mehr Kraft. Also der Motor hat einfach eine andere Übersetzung und mehr Kraft. Deswegen ist es so, Schnelligkeit und Kraft muss man halt für dich abwägen. Ansonsten mega Schnitt, mega Säge. Kommen wir zu Makita und ihr macht mal Folgendes. Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Sägen? Das ist echt nicht viel zu sehen. Die sehen sich sehr, sehr ähnlich. Wir haben hier 12 Volt und hier 18 Volt. Ich bin noch super gespannt, wie die 12 Volt sägt. Auch im Vergleich zu 18 Volt kann ich euch gleich sagen. Die beiden Makitas haben einen großen Vorteil, oder ab jetzt fangen auch ein paar andere Vorteile an, aber einen großen Vorteil haben beide, nämlich wir haben hier einen automatischen Kettenspanner. Bei allen anderen Sägen, außer diesen beiden, ist es so, dass ihr die Kette selbst spannen müsst. Das heißt, ihr habt eine kleine Schraube, an dem könnt ihr die Kette spannen. Alles kein Problem, aber ihr müsst es halt von Hand machen. Außer bei der Stiel, da ist es sehr frickelig, die Kette zu spannen.
da war es nicht so schön. Aber ist, nicht falsch verstehen, auch da kann man die Kette natürlich spannen. Eine andere Sache, die wir hier haben, wir haben das erste Mal ein Ölreservoir. Das heißt, wir haben einen kleinen Öltank. Es wird auch Öl, wird da Öl mitgeliefert? Guck mal den Produzenten an, wird da Öl mitgeliefert? Kein Öl. Okay, kein Öl? Gar kein Öl? Nix Öl? Wirklich kein Öl mehr? Gar kein Öl? Also hier müsst ihr euch unser Öl dann noch dazu, euer Öl noch dazu kaufen. Hier rein und dann kann es auch schon losgehen. Bei der Säge an sich, ja, seht ihr hier, da ist auch nichts groß bei dran, weil ich es vorhin erwähnt habe. Der Akkustand kann natürlich bei allen anderen Sägen auch am Akku gesehen werden. So nicht wie hier zum Beispiel, da drückt ihr einfach drauf und man kann hier den Akkustand sehen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ja? Wie ihr denkt, das geht nur bei Stihl. Bei Stihl ist es nur so, ihr habt keine Akkuanzeige. Bei allen anderen ist es natürlich da. Ich bin super gespannt, wie der Unterschied ist zwischen den beiden Sägen. Hier sieht man jetzt erstmal wirklich einen großen Unterschied. Wir haben hier eine Schnittgeschwindigkeit von über 8 Metern. Und das ist eben genau der Unterschied. Wir haben jetzt hier eine andere Übersetzung und schon hat die Säge bedeutend weniger Kraft. Beim ersten Mal war es so, dass ich die Säge noch ganz leicht nach unten geführt habe. Also wirklich nicht viel Druck ausgeübt habe, sondern leicht nach unten und schon ist sie dauernd gestoppt. Stopp, 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 stopp. Hat nicht funktioniert. Beim zweiten Schnitt habe ich sie nur fallen gelassen. Also sie selbst hat arbeiten lassen und da hat es funktioniert. Bitte bedenkt das auch. Das heißt nicht unbedingt, dass die Sägen super schlecht sind, sondern oder dass sie gar keine Kraft haben. Es ist einfach nur so, ihr müsst sie so benutzen, wie sie gedacht ist. Und bei der Säge ist es wirklich so, die ist, glaube ich, auch für kleine Äste, für kleines Zeug. Und wenn ihr nicht zu sehr drückt, wird das auch mit der funktionieren. Wie übrigens mit der Stihl halt auch. Aber das hier ist keine Säge, um jetzt mal richtig ordentlich Meter zu machen, obwohl sie halt eine schnelle Geschwindigkeit hat. Jetzt gucken wir uns mal das 18-Volt-Gerät an. Und wie eben schon gesagt, im Grunde, für euch von der Seite mal, ja, sieht das hier annähernd identisch aus, außer hier ist ein großer Akku drin, also 18 Volt. Von der anderen Seite ist es genau dasselbe. Wir haben hier das Ölreservoir und das Ganze ist wirklich annähernd dieselbe Säge. Aber ich glaube, von der Kraft her wird das eine andere Hausnummer sein. Die Säge mit 18 Volt hat sich zwar anders angefühlt, aber von der Kraft her muss ich sagen, war es gar nicht so viel mehr. Ja, beim ersten Mal ist sie halt auch ausgegangen, weil ich gesagt habe, ich drücke mal so ein bisschen mit. Beim Mitdrücken hat es keinen Sinn gehabt. Wenn ich sie habe selber führen lassen, ist sie relativ schnell durchs Material durchgekommen. Durchaus auch schneller als andere, bei denen ich mitgedrückt habe. Deswegen sage ich, es ist immer eine Frage, was man so lieber mag. Man kann aber wirklich sagen, mit 8 Metern in Sekunde ist es hier schon so, mir kommt das ein bisschen zu schwach vor. Aber es funktioniert wunderbar. Jetzt bin ich aber super gespannt, was passiert denn hier eigentlich bei DEWALT? Bei DEWALT haben wir eine größere Säge, bedeutend größere Säge, großes Schild mit allem drum und dran, ein bisschen anderer Charakter, kommen wir gleich dazu. Aber hier haben wir 8,6 Meter Schnittgeschwindigkeit. Das ist schon mal eine ganz andere Sache. Für euch aber nochmal, hier gerade im vorderen Bereich gibt es einige Besonderheiten. Erst einmal hier auch Ölreservoir. Das ist da. Öl rein, los geht's. Wird das Ganze automatisch mitgeschmiert. Ihr habt hier vorne aber eine andere Vorrichtung. Das ist eine Sicherheitsvorrichtung. Warum ist das eigentlich da? Wenn Unfälle passieren, das ist super häufig, dass wenn man am Holz ansetzt, wenn man hier vorne ansetzt, dass das dann runter und irgendwo hinspringt. Ich nehme extra mal nicht meine Hand, sondern ihr würdet ja so normalerweise sägen. Wenn du hier gegenkommst, dann schnappt das Ganze nach oben und dann hast du ein Problem im Zweifel. Und hier ist es deswegen so, du kannst hier nicht gegen die Kette gegenkommen. Ja? Ein Sicherheitsfeature. Zusätzlich habt ihr ja auch eine etwas andere, einen anderen Kettenschutz. Bei allen anderen ist es so, dass der Kettenschutz einfach so ein bisschen wie hier bei Milwaukee, ja, er wird aufgeführt von vorne, ich glaube so rum, so, und einfach abgezogen. Bei DEWALT ist es anders. Wir haben hier Folgendes, wir machen das Ganze hier auf, so, und dann muss ich mal gucken, dass ich es richtig mache, dann setzt ihr das hier ein und habt ihr das hier drum. Also ihr könnt das nicht abziehen, ist, finde ich irgendwie cool, auch cool, dass man hier so auf Sicherheit bedacht ist. Zeigt aber auch, dass du jetzt hier nur maximal etwas durchsehen kannst, was diesen Durchmesser hier hat. Ja? Was Größeres geht halt nicht, weil normalerweise kannst du ja durchaus auch mal so ein bisschen um so einen Baum drumherum gehen, dass der meinetwegen ein bisschen größer ist, geht hier jetzt auf jeden Fall nicht.
Ansonsten gibt es hier nicht viel zu sagen, außer let's fetz. Krasse Scheiße. Was ist denn hier los? Ultra. Das Ding ist gut. Das war jetzt ja richtig die Kettensägen-Party quasi. Ihr habt gesehen, unwahrscheinlich schnelle Schnittgeschwindigkeit und richtig viel Kraft. Man bedenke, wir haben hier einen 18-Volt-Akku. Ja, keine Pouchzellen, kein 54-Volt oder, sondern einen ganz normalen Standard 18-Volt, 5-Ampere-Stunden-Akku. Und ich habe die Säge beim zweiten Mal wirklich versucht auszudrücken. Keine Chance. Die Kettengeschwindigkeit standgehalten. Einfach durch und bums. Ich muss sagen, richtig, richtig, richtig krasses Gerät. Kommen wir irgendwie zum Klassiker. So ziemlich jeder kennt die Milwaukee 12 Volt, weil es war damals im 12 Volt Bereich wie so ein Einhorn, weil sie für ein 12 Volt Gerät richtig viel Power hat. Zusätzlich ist es auch so, wenn wir auf der anderen Seite gucken, wir haben hier ein Ölreservoir, 12 Volt, eine vernünftige Kettensäge, ja, die man auch wunderbar in der Hand halten kann. Weil das wäre übrigens der einzige kleine Nachteil bei der DeWalt, das möchte ich doch nochmal erwähnen. Wenn du die hier anfasst, hast du mir das Gefühl, hier fehlt so ein bisschen Fleisch. Also schaut mal hier von vorne, ja, für euch nochmal von vorne, da ist irgendwie ist da zu wenig. Das fühlt sich ein bisschen komisch an. Ja, also es geht, kein Problem, aber das ist hier bei der Milwaukee einfach eine andere Hausnummer. Du kannst hier wunderbar reingreifen, du festhältst hier richtig einen Handschmeichler, aber wie stark die ist im Verhältnis, schauen wir uns jetzt mal an. Bei der 12 Volt Milwaukee muss man sagen, man merkt, dass das Gerät pure Kraft hat. Ja, ich habe es bekommen, also ich habe sie ausgedrückt bekommen mit maximalem Druck, aber für ein 12 Volt Gerät ist es von allen, die hier sind, die also 12 Volt nur haben, mit Abstand, mit weitem Abstand auf jeden Fall das stärkste Gerät. Und ich muss sagen, mit der Kettenschmierung, mit allem drum und dran, wie das Gerät hier ist, schon ein echt gutes Gerät. Also eine gute Säge. Also ich mache jetzt mal die nächsten. Was ich eben vergessen habe bei der 12-Volt-Variante ist folgendes. Wir haben hier vorne als erste Säge wirklich Metallzähne. Das ist eine Besonderheit. Gerade ein 12-Volt-Gerät hier mit Metallzähnen hat sonst keiner. Ja? Bei allen anderen sieht es so aus wie hier, dass wir so eine gewisse Riffelung haben, um das mal anzusetzen. Aber die Sägen sind ja auch nicht dafür da, um wirklich hart am Holz zu arbeiten und da rumzugehen, sondern einfach mal so einen Ast oder einen kleinen dünnen Stamm halt durchzusägen. Ja? Und da habt ihr viele Geräte wie hier, die mit Metabo, das hat gar nichts. Ja, so dass es hier bei der Milwaukee schon ordentlich ein Stück nach vorne ist. Bei der großen seht ihr hier, das ist schon ein bisschen ernster. Da haben wir wirklich ordentlich Zähne, um sich auch mal wirklich fest zu krallen und runter zu arbeiten. Da bin ich gleich super gespannt, wie viel Kraft das Gerät eigentlich hat. Ansonsten seht ihr hier dasselbe. Wir haben hier das Ölreservoir. Selben Griff. Im Grunde ist es eigentlich diese Säge, nur. Ja, ich würde fast schon auch sagen auf Steroiden, aber zumindest mit etwas mehr Volt. Ich habe schon das nächste Thema in der Hand, aber kurzes Fazit zu der Säge. Mega gut. Also die hat wirklich richtig gut gesägt. Ich komme gleich nochmal beim Fazit zum Unterschied zur DeWalt und auch zum Gesamtfazit. Aber erstmal noch ein anderes Thema, nämlich diese Verlängerung hier. Wir haben nämlich bei drei Marken oder bei drei Sägen hier die Möglichkeit, das Ganze zu verlängern. Nummer eins. Ich halte sie mal bewusst hier so in der Hand. Nummer eins, wir haben bei Stihl die Möglichkeit, eine Verlängerung zu kaufen. Das ist ein bisschen merkwürdig, weil das ist eigentlich eine Verlängerung, die auch wirklich über so eine Art Seilzug scheinbar hier diesen Knopf drückt. Fühlt sich irgendwie merkwürdig an. Also zumindest auf dem Bild, weiß ich nicht. Wenn ihr Erfahrung habt, schreibt es mal unten in die Kommentare. Vom Batavia gibt es das auch. Das ist so ähnlich gelöst wie hier bei Bosch. Ja, da kannst du auch eine Verlängerung kaufen. Die Länge blenden wir hier mal ein. Kannst wesentlich weiter oben natürlich entsprechend sägen. Macht schon total Sinn. Und wie das Ganze funktioniert, zeige ich dir jetzt hier mal bei Metabo. Du hast hier so eine Verlängerung. Die kannst du dir auch noch einstellen. Auf ganz schön lang. Das hier in der Mitte ist übrigens Glasfaser, wahrscheinlich damit es nochmal extra leicht ist und sehr stabil. Wenn du mal schaust, hier kannst du schon richtig groß, richtig hoch halt wirklich an den Baum rankommen. Wir machen es mal für die Kamera jetzt extra bewusst ein bisschen kürzer. Und dann ist es so, dass du diese Säge hier einfach aufsetzt,
hier nochmal fixierst mit der Schraube, damit die wirklich ordentlich fest ist. So, hier unten kommt der Akku rein. Und schon kannst du oben sägen. Und damit man es auch wirklich sieht, boah, jetzt könnte man hier oben am Dach sägen. Jetzt, wo ich so eine Hand habe, muss ich sagen, eine coole Sache, weil das hier vorne ist genau auf der Höhe, wo ich sie tragen würde, also wo ich sie halten würde. Weil hier vorne ist das Ganze nochmal gummiert. Ich halte es hier, ja, kann hier so entsprechend arbeiten. Eine coole Idee, muss ich mal sagen. Muss ich mal drüber nachdenken. Für mich zu Hause, vielleicht sollte ich die mit Tabo mal mitnehmen. Für euch aber mal als Fazit. Ihr schreibt auch mal, ob ihr so einen Hochentaster, ist das ja dann quasi, dann braucht. Und ihr sagt, ja, ganz cool oder nicht ganz cool, weil das gibt es eben nur von diesen drei Marken. Wenn ihr sagt, nee, ich hätte gerne lieber eine DeWalt oder ich hätte gerne ein anderes Gerät, ja, dann geht es halt nicht. Zum Fazit, während ich das Ganze hier auseinandertüdel, zum Fazit von den Geräten. Wenn ihr mich persönlich fragt, müsst ihr für euch eine Entscheidung treffen. Wie viel Kraft brauche ich dann eigentlich? Wenn du sagst, du willst richtig Kraft haben, richtige Säge, die nach vorne geht, dann muss ich mir auch wiederum die Frage stellen, warum brauchst du bei so einer kleinen Kettensäge auf einmal so viel Kraft? Weiß ich nicht. Aber wenn du richtig Kraft haben willst, dann ist es eine von diesen beiden Sägen. Ja, die machen halt richtig, richtig Meter, gehen richtig nach vorne. Wenn du mich nach meiner persönlichen Meinung fragst, ich würde die DeWalt nehmen aus einem ganz profanen oder aus zwei profanen Gründen. Nummer eins, bei der DeWalt ist es so, dass ich das hier vorne ganz cool finde. Ja, ich würde nicht halt durch den Baum halt so durch mich schlängeln wollen. Finde ich cool, ist ein Sicherheitsfeature und bei einer Kettensäge ist Sicherheit schon mal eine gute Sache. Der zweite Grund ist, ich finde es ehrlicherweise ganz cool, dass hier nur Kunststoff ist. Weil es hat mich jetzt hier bei der Milwaukee ein bisschen gestört, weil ich war eben nicht an einem Baum und wollte nicht irgendwie so rumgehen und machen und tu mich festkrallen. Wollte ich eben nicht. Und da ich aber dann doch relativ dicht hier dran war, bin ich ab und zu mal hängen geblieben. War nicht super schlimm, aber ich fand es irgendwie da ein bisschen cooler. Aber das ist halt, wie gesagt, Einstellungssache von euch. Und diejenigen, die häufiger mit Kettensägen arbeiten, werden sagen, was erzählt denn der da? Ja? Zusätzlich müsst ihr aber für euch auch eine Entscheidung treffen, reicht euch die Säge in eurem Akkusystem? Weil ich kann sagen, eigentlich ist keine von den Sägen hier wirklich komplett schlecht, sondern alle machen irgendwie so ihren Dienst. Natürlich ist so ein KVH, was wir hier haben, nicht der Standardfall. In der Regel ist es draußen ein etwas dünnerer Ast, der noch ein bisschen feuchter ist. Ist leicht anderes Thema, aber müsst ihr sehen. Wichtiger Hinweis noch von mir, denkt an das Thema Kettenschmierung. Haben wir eben erst so ab diesem Bereich, ja, wenn ihr euch für eine Säge entscheiden wolltet. Ich bin gespannt auf eure Kommentare und verbleibe so lange mit freundlichen Grüßen und bis zum nächsten Mal. Ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.